Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert von Isoliertechnik und Gerüstbau Jens Henne. Ihr Meisterbetrieb in zweiter Generation. Da wir hier aufgrund von Mittelelbe leider schon die Sommerpause einläuten mussten, nachdem in Sachsen-Anhalt die Saison regulär zu Ende gegangen war, fehlt uns noch ein Spiel aus Brandenburg, welches wir für euch aufgezeichnet hatten. Und dieses war ein ganz besonderes, denn es konnte nach Abpfiff dieser Partie der größte Erfolg der Vereinsgeschichte für die SG Grün-Weiß-Golm zu Buche stehen. Voraussetzung dafür war ein Sieg gegen die grün-weiß gekleideten Mannen vom SV Dalgo. Erster gegen Dritter in der Kreisoberliga Havelland der Saison 2016-2017. Schiedsrichter dieser Partie war Martin Krause. Rund 100 Zuschauer waren hier am Kuhforterdamm zu Gast am 17. Juni 2017. Die Golmer, die schworen sich ein, hatten ja 2014 den Aufstieg in die Kreisliga geschafft, 2015 folgte dann prompt der Aufstieg in die Kreisoberliga, 2016 wurde man Sieger des Potsdamer Hallenmasters und in diesem Jahr sollte das Ganze nun also mit einem Kreismeistertitel gekrönt werden. Die erste Chance in der Partie, die gehörte jedoch den Dalgoern. Schöne Flanke war das hier gewesen von Nils Pinkert, vom Kapitän der Grün-Weißen. Und auf Seiten der Golmer hat dann Sven Beschke die erste Chance. Aber der Keeper, das ist vor Dalgo, der ist hier auf dem Posten, Alexander Thoms. Dann sehen wir einen Eckball, getreten durch André Schröder. Und eine gute Kopfballmöglichkeit für den Kapitän der Golmer, Ludwig Hakenbeck. Der hier aber den Ball nur knapp am Kasten vorbeiköpfen kann. Danach gab es dann erstmal eine kleine Erfrischung. Sehr warm war es an diesem Tag. Rund 30 Grad zeigte das Thermometer. Musste sich dann das Maskottchen auch mal Abkühlung verschaffen. War hier zunächst mal in die Kabine verschwunden. Golmi, der ja sonst bei den Spielen der SG Golm sehr präsent ist. Den wir ja auch schon mal kurz mal Hallenmasters kennengelernt hatten. Hier sehen wir dann in Minute 34 Konrad Mantai am Ball. Setzt sich hier im Zweikampf durch, legt den Ball zunächst kurz in die Mitte, bekommt ihn dann wieder und passt ihn dann auf Thomas Dietert und der zieht einfach mal ab, profitiert dabei noch von einem kapitalen Fehler des Dalgoer Schlussmanns und erzielt hier also den Führungstreffer für die SG Golm, die ja unbedingt einen Sieg brauchte. Im Parallelspiel traf die Reservemannschaft des RSV Eintracht Stahnsdorf auf die zweite Mannschaft aus Brieselang auf den Tabellen-9. Und da war natürlich ein Sieg auch zu erwarten vom Tabellen-2. Umso wichtiger war also dieses Tor von Thomas Dietert hier. Im Parallelspiel stand es derweil noch 0:0. War zu dem Zeitpunkt eine kleine Überraschung. Aber da konnte sich ja auch noch so einiges ändern. Und das 1:0, das war ja hier auch noch nicht der sichere Kreismeistertitel. Wenig später hatte dann Philipp Görner einen Geistesblitz, passt hier den Ball wunderschön in die Mitte, aber Sven Weschke kriegt die Kugel wieder nicht ins Netz. War ja an diesem Tag wie verflucht für den Torjäger der SG Golm und das sollte sich auch noch fortsetzen, so viel sei schon mal gesagt. In der Schlussminute der ersten Halbzeit sehen wir dann einen Eckball der Dalgoer, der zunächst abgeköpft wird. Sven Weschke, der setzt dann schließlich auch nach, ähnliche Situation wie vor dem 1:0. Auch da war ja eine Ecke vorausgegangen. Konrad Mantai setzt sich dann gegen Julian Bissans durch, spielt den Ball zurück auf Sven Weschke und der legt nochmal rüber auf den mitgelaufenen Justin Blum, der hier mit dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöht und natürlich die Golmer-Fans jetzt endgültig in Ekstase versetzte. Parallelspiel stand es derweil immer noch 0:0. Das wussten natürlich auch die Zuschauer hier. Und wir schauen uns nochmal diesen zweiten Treffer der Golmer an. Sehen, dass hier vielleicht sogar auf Freistoß hätte entschieden werden können. Bissans, der hatte da noch ein bisschen gezogen. Abseits war es dann schließlich nicht, weder beim Pass von Mantai auf Weschke noch beim Pass von Weschke auf Blum. Trainer Heino Schüler konnte da mit seinen Jungs doch sehr zufrieden sein. Und auch der Vereinspräsident, der Golmer, der war hier vor Ort. Gerhard Golder. Martin Krause, der pfiff dann wie gesagt zur Pause und wie es in der zweiten Halbzeit weiterging, das zeigen wir euch nach einer kurzen Unterbrechung. Die zweite Halbzeit wird Ihnen präsentiert vom Baugeschäft Roland Herzog. Seit 2005 rund ums Haus für Sie am Ball. Von der Bodenplatte bis zum Kompletthaus sind wir für Sie da und sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind.
Ihr Baugeschäft Roland Herzog in Süblingen. Die zweite Halbzeit, die begann dann mit einem Wechsel auf Seiten des SV Dalgo. Marco Tova kam für Silvio Gätke in die Partie und Sven Weschke, der schlug die erste Flanke in Halbzeit 2 in den Strafraum. Die gerät aber deutlich zu lang, kommt nochmal als Boomerang zurück und dann wird Ludwig Hakenbeck an der Strafraumkante gelegt. Es gibt einen Freischuss für die Golmer. Und dafür haben sie einen Spezialisten, nämlich Danny Lengte, und der fördert das Ding zum 3:0 in die Maschen. 51. Minute, das war die Vorentscheidung um den Kreismeistertitel. So viel stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest. Die Fans, die waren jetzt völlig außer Rand und Band. Und wir schauen uns diesen wunderbaren Freischusstreffer nochmal an in der Zeitlupe. Und da sehen wir, dass da wirklich kein Blatt mehr zwischen den Pfosten und den Ball passte. Keine Chance für Alexander Thoms im Tor des SV Dalgo. Diesmal war er wirklich chancenlos, der Keeper. Und da lässt sich dann Danny Lekte zurecht feiern. Erster Gratulant war hier mit der Nummer 9 Matthias Vogel. Und die Golmer, die hatten jetzt so richtig Spaß am Fußballspielen. Ball abgefangen hier zunächst und Sven Weschke, der leitet dann die Kugel weiter auf Konrad Mantel, der wird zu Fall gebracht. War eigentlich eine Situation, die man durchaus mit einer gelben Karte hätte bewerten können. Die Aktion, die ging zum Ball, hätte auch einen Freischuss geben können. Es wurde hier am Spielfeldrand auch spekuliert, ob es eventuell eine rote Karte gewesen sein könnte. Das können wir Trost verneinen. Zumal sich hier der Dalgoa, der Konrad Mantel zu Fall gebracht hatte, nämlich Alexander Rust, noch ein wenig verletzt hatte bei dieser Aktion. Da war er genug gestraft mit. Dann sehen wir mal die Dalgoa im Angriff. Aber dieser Schuss, der war natürlich kein Problem für Thorsten Schmidt im Kasten der SG Golm. Weiter geht's dann in Minute 62 mit einem Einwurf von Thomas Dietert. Konrad Mantel, der holt hier den Ball an der Seitenauslinie für seinen Mann, und Matthias Vogel, der kommt dann in der Mitte an den Ball, spielt die Kugel nochmal raus auf Sven Weschke, kommt sie dann wieder und netzt zum 4:0 ein. Jetzt war der Deckel drauf. Im Parallelspiel stand 0:0. Der Rest, der würde eine Gala werden, zumal die zweite Mannschaft aus Stahnsdorf derweil im Parallelspiel schon eine gelb-rote Karte kassiert hatte, dementsprechend also dezimiert war. Da war keine Gefahr mehr zu erwarten und auch hier sah es nicht so aus, als ob die Dalgoa nochmal irgendwas in Richtung Ausgleich bewegen hätten können. Schauen wir uns nochmal das Tor an. Matthias Vogel, der lässt hier den Keeper aussteigen und hat dann etwas Glück, dass der Ball doch noch so einigermaßen Winkel bekommt aufs Tor. Hat er sich verdient hier nach seiner doch recht guten Leistung an diesem Tage, diesen Treffer. Und es hätte sogar noch höher ausgehen können, dieses Spiel. Wir schauen uns jetzt noch ein paar Szenen an aus der letzten halben Stunde, denn die war gewissermaßen eine Gala für die SG Golm, die sich jetzt auch redlich verdient hatte. Sven Weschke nochmal mit einem Flankball auf die Nummer 7, auf Philipp Görner. Auch die Dalgoa, die sollten nochmal ihre Chance zum Anschlusstreffer bekommen. Das war hier mit der Nummer 15 im Mittelfeld, Mirko Hans. Der spielt hier die Kugel auf den Kapitän, auf Nils Pinkert. Der liegt rüber. Und schließlich geht dann der Schuss auch diesmal über den Kasten hinweg. Die Dalgoa, die hatten ja ihre Chancen in diesem Spiel durchaus gehabt. Hätten hier auch durchaus ein oder zwei Tore erzielen können. Aber gegen die Dominanz der Golmer war einfach nichts auszurichten. Ludwig Hakenbeck, der sorgt hier für die nächste Chance in der Schlussphase. Konrad Mantel war es diesmal, der hier verzieht. Und dann durfte Thomas Dieter den Platz verlassen. Er hatte hier an diesem Tag die Dose geöffnet. Für ihn kam mit der Nummer 17 Christian Skoluda ins Spiel. Der sollte später auch nochmal von sich reden machen, aber zunächst schauen wir uns erstmal die nächste Großchance von Sven Weschke an. Was Alexander Thoms da eigentlich außerhalb seines Strafraums wollte, das weiß wohl nur er selbst. Wenig später gab es dann die größte Chance im Spiel für die Dalgoa.
Freistoß von Mirko Dessel und schließlich ist es dann mit der Nummer 8 Jerome Müller, der hier völlig frei vor dem Kasten auftaucht, die Kugel aber nicht im Kasten unterbringen kann, sein Eckball. Der kommt dann auf Mirko Dessel und auch der schafft es nicht, diesen Kopfball im Kasten unterzubringen. Beste Szene der Dalgoer in dieser Partie. Dann sehen wir nochmal Nils Pinkert am Ball, den Kapitän. Auch der hatte ein gutes Spiel hier absolviert an diesem Tage. Bleibt aber ebenfalls glücklos. Und für Mirko Dessel sollte es dann in der nächsten Szene noch ein bisschen übler kommen. Abschlag vom Tor der Golmer. Julian Bissans gewinnt dann einen Zweikampf im Mittelfeld und dann wird Dessel hier unglücklich erwischt vom Golmer Schlussmann. War natürlich kein Strafstoß, aber eine sehr unschöne Szene aus Sicht des Dalgoers. Der musste dann noch kurze Zeit behandelt werden. Das war jedoch nicht das eigentlich Interessante an dieser Szene. Das kam dann wenig später, nämlich eine gelbe Karte für Christian Skuluda. Keiner, wirklich keiner am Spielfeldrand hatte eine Idee, wofür die jetzt bekommen sollte. Wir klären es auf. Die Aktion, die zu dieser gelben Karte führte, die hatte exakt 204 Sekunden, also fast 3,5 Minuten vorher stattgefunden. Und zwar war das diese Aktion. Auch da war Mirko Dessel involviert. Insofern also schließt sich der Kreis. Und wenig später ertönte dann auch der lang ersehnte Abpfiff für die SG Golm, die hier im Havelland in der Saison 2016-2017 völlig zu Recht den Kreismeistertitel erringt. Brachen dann natürlich alle Dämme. Die Fans, die stürmten das Feld. Es gab die üblichen Sekt- und Bierduschen. Hier war es hauptsächlich noch Rotkäppchen. Später floss dann auch einiges an Bier, wie wir uns haben sagen lassen. Selbst die kleinsten der Fans hatten hier ihren Spaß dann an den Feierlichkeiten. Und Johannes Schlaugert war es dann letztendlich, der den Pokal in die Höhe stemmen konnte. Der war kurz vor Schluss noch eingewechselt worden von Konrad Mantei. Und dann genießen wir einfach mal diese Bilder. Die Zuschauer, die bekamen natürlich auch noch ihren Dank spendiert, hatten hier Großartiges geleistet in den letzten Jahren. Und das wird auch hoffentlich dann in der Landesklasse so weitergehen. Ja, die SG Golm mit diesem Kreismeistertitel aufsteigen darf. Und auch die älteren Semester, die hatten hier noch ein bisschen Zeit für ein Späßchen übrig. Da wurden noch dem einen oder anderen dann ein Beinchen gestellt. Er musste dann noch als Bierglas herhalten, hier in diesem Falle wahrscheinlich sogar noch eher als Sektglas. Auch der Gelbverwarnte durfte dann noch ran. Abschließend wurde dann noch ein Bild für die Zeitung geknipst und natürlich auch für die eigene Homepage. Das durfte nicht fehlen. Haben wir uns auch nicht entgehen lassen. Einige Golmer, die legten sich danach dann erstmal zur Ruhe. Die hier mit der Nummer 10, Justin Blum. Der ließ sich einfach fallen. Die Jugend, die hatte hingegen hier noch Lust am Kicken. Wird vielleicht auch mal irgendwann das erreicht, was hier die Männer in dieser Saison geschafft haben. Philipp Görner, der ließ sich hier noch zu einem kleinen Spielchen hinreißen. Dann auch der abschließende Blick auf die Tabelle der Kreisoberliga Havelland in der Saison 2016-2017 offenbart dann auch das Endergebnis im Parallelspiel. Zweite Mannschaft aus Stahnsdorf, die hatte es tatsächlich noch geschafft, die Partie gegen den Tabellenneunten, gegen Brieselang mit 3:0 zu gewinnen. Die Tore, die fielen allesamt in der letzten Viertelstunde. Durch das Unentschieden zwischen dem SV Empor aus Schenkenberg und dem SV Alemannia Vorde rutschten diese beiden Mannschaften dann ebenso wie Glimnow noch an Dalgo vorbei. Belegen in der Reihenfolge Schenkenberg, Glimnow und Vorde die Tabellenplätze 3, 4 und 5. Dalgo landet am Ende auf Platz 6, Brieselang bleibt auf 9 und den bitteren Gang in die Kreisliga, den mussten am Ende dieser Saison der FC Borussia Belzig und der SV Rülsdorf antreten. Und da keine Mannschaft aus dem Havelland in die Kreisoberliga abstieg, konnten also somit 4 Mannschaften aus der Kreisliga aufsteigen. Das waren am Ende Eintracht Falkensee, der FSV Brück, Stahl Brandenburg 2 und die SG Blau-Weiß Belitz. Die dürfen dann also in der nächsten Saison Kreisoberliga spielen.
Wir von Rundfunk Mittelelbe sagen herzlichen Glückwunsch an die SG Grün-Weiß-Golm zum Kreismeistertitel im Landkreis Havelland und hoffen, dass wir dann in der nächsten Saison auch nochmal einen Blick in den Potsdamer Vorort werfen können.